Hallo, ich biete einen Service an für Prominente, um die sich keiner so richtig kümmert mehr. Ne? Pro, das für alle, die das jetzt immer noch nicht... Nicht Helene Fischer. Genau. Wie ist denn mit echter Freundschaft? Das sind die Dinge, die als erstes auf der Strecke bleiben, wenn es gut läuft. Jetzt hast du gerade Nummer 1 Album, 11-11. Das ist klar, da hat man auf einmal plötzlich sehr viele Freunde. Alle, ja, da steht die Champagnerpyramide und dann sind alle da. Mhm. Aber was ist am nächsten Tag? Wenn du mal in eine Situation gerätst, wo Freundschaft notwendig wird, sind die dann immer noch da? Ich hoffe doch an alle meine Freunde da draußen. Ich hoffe doch. Es gibt jetzt gleich eine Geschichte, die du einem deiner Freunde am Telefon erzählen wirst. Das ist der Plan. Um eine Freundschaft von Crow zu testen, bitte ich ihn, einen Freund anzurufen. Crow soll ihm folgende ausgedachte Geschichte erzählen. Angeblich war Crow auf einer Yacht unterwegs, hat ein bisschen gefeiert und ist dann betrunken losgefahren. Das Boot ist jetzt beschädigt. Um den Schaden nicht zahlen zu müssen, erfindet Crow eine Ausrede. Die erzählt er der Charterfirma. Crow sagt, es gab einen Streit auf dem Boot. Dabei ist jemand an das Steuermodul auf der Yacht gekommen. Ja, und dann ist die von alleine losgefahren. Sein Freund soll sich jetzt als Zeuge ausgeben und die Geschichte bestätigen. Crows Kumpel soll am Telefon für ihn lügen und damit zeigen, dass er ein wahrer Freund ist. Wir wollen jetzt eine Freundschaft testen, von der du zumindest mal davon ausgehen kannst, dass sie eine wirkliche Freundschaft ist, weil ihr kennt euch schon sehr lange, ne? Ja. Psycho ist dein... DJ, Freund, bester Freund. Du warst auf einer Yacht unterwegs, ne? Mhm. Und das weiß auch Psycho, dass du auf Sardinien unterwegs warst. Letzte Woche, man sieht's noch ein bisschen. Alles klar. Dann probier's mal, ja? Hey! Hallo! Ja, bist du unterwegs oder hast du gerade kurz Zeit? Hab kurz Zeit, also gerade Heimweg halt. Yo, geht auch ganz schnell, ich brauch dich ganz kurz. Ich war doch letzte Woche in Sardinien auf dem Boot. Und ich habe dummerweise einfach mittags irgendwann das Boot angemacht und habe den Anker nicht hochgemacht und bin losgefahren. Und ich dachte, das fällt niemand auf. Aber jetzt hat mich gerade jemand angerufen, der meinte, das ganze Boot ist unten verkratzt und zerschreddert. Ich habe dem jetzt eine Geschichte erzählt. Der braucht einen Zeuge, der dabei war, der sagt, ja, es ist nichts passiert. Der wird dir die Geschichte, die ich ihm erzählt habe, jetzt kurz erzählen. Du bist gerade bei Late Night Berlin, stimmt's? Oh Mann, ey. Hey, Psycho, du Arsch. Du guckst so viel Fernsehen, ey. Du hast doch Kinder und einen Beruf, ey. Du kannst nicht so viel Fernsehen gucken ganz klar. Was sie machen sollen. Na gut. Guten Heimweg noch, ne? Ah, so viel Spaß dann halt nicht. Ja, toll. Dann halt nicht. Scheiße. Sorry. Alles klar. Bis bald. Also. Tschüss. Hat's gerafft, ne? Wen haben wir noch? Du hast gesagt, Bad Chief könnten wir anrufen. Ja. Wer ist denn das eigentlich? Bad Chief, Shivan Darush aus München. Einer wirklich meiner besten Freunde, würde ich sagen. Das heißt, der wird für mich lügen. Hallo? Hey. Was geht? Was geht? Yo, Bro, ich war doch auf dem Boot letzte Woche. Ja. Ey, du weißt doch, wir waren alle so besoffen. Deswegen, ich habe irgendwann das Boot einfach angemacht, weil ich Bock hatte, das zu fahren. Aber der Anker war oben und ich hab's nicht gerafft und ich bin so ein paar Meter vorgefahren und dachte, das geht klar. Und jetzt hat dieser Typ vom Boot mich angerufen und hat gemeint, ich hätte das Boot verkratzt. Niemals. Doch. Ich hab dir eine Geschichte erzählt, dass ich das nicht war. Und der hat gemeint, er ruft einen Homie von mir an und will das einfach bestätigt haben. Ich dachte, mir fällt niemand ein außer dir, deswegen. Der ruft dich kurz an und sagt ihm einfach nur alles, ja, das war so, wie er das sagt. Ich hab ihm die Geschichte gerade eben erzählt, du musst einfach nur ja sagen, mehr nicht. Aber wenn er mich eine tricky Gegenfrage fragt? Ah, dann versuch einfach auszuweichen oder zu improvisieren irgendwie. Okay. Easy, bro. Nice, danke. Okay, ich ruf dich danach an. Okay, ich bin nervös, ich mach Liegestütz. Hallo. Hallo, Arnold. Spricht hier von AMS-Yachting. Mit wem spreche ich denn da? Shivan. Ja, genau, dann ist das richtig. Sie wissen, warum ich anrufe. Hat Sie der Herr Weibel da bereits ins Bild gesetzt über den Vorfall? Er hat mir gerade auf jeden Fall eine Nachricht geschrieben, nur ich bin gerade im Laden, deswegen konnte ich nicht rangehen. Sie waren also am 22.08. Bei der Festivität auf der Voyage? Ja. Es gab ja scheinbar gegen 2 Uhr morgens einen Streit. Wissen Sie, worum es da ging in dem Streit?
Bei der Handgemenge würde ich das jetzt mal hier nennen, aber beschreiben Sie mal, was besser passt, ja. Also ich kann nur sagen, dass ich das mitbekommen habe, dass da irgendwas los war, aber ich selber nicht mit meinem Fokus. Also ich meine, wenn so eine Yacht losfährt, dann merkt man das, oder? Wie ich meine. Ich will jetzt aber auch keine Falschangabe sagen, wenn ich das sehe. Ausschlaggebend für den Streit war ja scheinbar eine sehr große Nudel. Okay. Es gab ja dabei ein großes Buffet mit irgendeiner überdimensionalen Nudel, die irgendwie 3 Meter hoch war, und dann wurde irgendwie darum gestritten, wer die anschneiden darf. Stimmt das? Ja. Wer war da in den Streit involviert? Also ich weiß, dass es das gab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Streit abgelaufen ist. Also es gab die Nudel. Die Nudel gab's. Ja, ich hab nur selber nicht diesen Teil davon gehabt, von dem Streit, wie gesagt. Sie haben selber von der Nudel nichts gegessen? Nee, also nichts von der Nudel. Das ist das Problem. Und was hatte der Priester damit zu tun? So, ich bin gerade hier in dem Laden. Kann ich Sie in 5 Minuten zurückrufen? Ich muss das jetzt hier abschließen. Sie waren nach Aussagen von Herrn Weibel als Krokodil verkleidet und waren dadurch stark eingeschränkt. Ja, also das ist also der Grund dafür, dass ich jetzt nicht weiß, dass ich Ihnen jetzt solche Sachen nicht beantworten kann. Weil ich Aber waren Sie jetzt als Krokodil verkleidet oder nicht? Also, ich meine, das weiß man ja, oder? Ja, meine ich ja. Also waren Sie als Krokodil verkleidet oder nicht? Ja. Deswegen habe ich da auch wenig Teil von mitbekommen, von den ganzen Streitigkeiten. Na, das war ja eine Party, wa? Oh, fuck. Ich muss kurz weg. Okay, mir ist viel zu heiß. Können wir das abschließen? Weil ich würde es sehr, sehr gerne abschließen. Okay, ich kann Sie auch gleich zurückrufen. Ich bin gerade im Laden, deswegen ich müsste Sie dann zurückrufen. Haben Sie ein Foto vielleicht noch von dem Krokodilkostüm? Jetzt gerade nicht schick bereit. Da hoffe ich mal, dass das reicht hier für den Herrn Weibel. Das war, ich sag's Ihnen ehrlich, ich mache so eine Anträge andauernd, das ist für 700.000 Euro ein bisschen dünn. Okay. Ja, ich hoffe auch. Aber danke Ihnen auf jeden Fall. Naja, danke Ihnen auch. Ciao, ciao. Oh, fuck, ich bin gestorben, ey. Mir wurde so heiß, ich konnte nicht mehr, fuck, oh Gott. Der hat ja wirklich alles einfach bejaht. Krokodil, die 3 Meter große Riese. Nudel. Es gab einen Streit darum, wer sie anschneiden darf. Ja, die war da. Die war auf jeden Fall da. Aber das ist mal ein Freund, oder? Ja, sag ich doch. Die Party ist praktisch an seinem großen Krokodilmaul vorbeigeflogen. Ja, ich lieb dich. Okay, das ist bestanden. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war Crow. Und das war Promis fürs Lügen. Bis zum nächsten Mal. So, ich muss jetzt kurz noch einmal ein bisschen was erklären, weil wir sehen jetzt gleich noch mal Crow, wie wir bei Promis fürs Lügen jemanden angerufen haben aus seinem Telefonbuch. Und jemanden, den er kennt, den kennt ihr auch. Es ist Teddy Teclebran. Und dem haben wir folgende Geschichte erzählt. Crow lebt ja zeitweise oder immer, oder weiß ich auch nicht, da steige ich nicht durch, ja, irgendwie auf Bali. Der hat da irgendwie, wohnt da. So, ne? Wie so ein Star halt. Ne? Wohnt auf Bali. Und wir haben jetzt die Geschichte erzählt, die ich durchaus nachvollziehbar finde, dass er da so einen ganz niedlichen Affen, mit dem hat er sich da angefreundet, wie Justin Bieber damals. Ah. Ne? Dem Affen Melly. Ja? Und dann hat er also vor, diesen Affen mitzunehmen aus Bali nach Deutschland. Jetzt sagt das Veterinäramt, was übrigens bei Justin Bieber passiert ist, halt, stopp, das geht nicht. Der ist ja gar nicht in der Lage, auf so einen Affen aufzupassen. Das ist die Geschichte, die wir jetzt Teddy Teclebran erzählen. Also verlangt das Veterinäramt, dass er einen Tiertrainer hat, der ihm versichert, dass er ein sehr guter Affenpapa ist. Damit das Veterinäramt in Deutschland sagt, der darf den Affen haben. Jetzt braucht er also jemanden, der sehr gut schauspielern kann, der für das Veterinäramt am Telefon den Tiertrainer spielt. Kann man folgen soweit, ja? Ja. Und dieser Tiertrainer, der soll in der Vorstellung von Crow Teddy Teclebran sein. Ist er bereit, das Veterinäramt anzuschwindeln, damit Crow endlich seinen Affen bekommt? Hier ist die Auflösung. Hey. Hallo. Ey, Bro, pass. Aber Ding, ich brauch dich ganz, ganz, ganz kurz. Ich bin doch in Bali. Du weißt doch, ich bin in Bali. Und ich hab Bock, ich will mir gerade einen Affen holen. Ich hab so Bock auf einen Affen. Aber der hat sich so krass an mich gewöhnt, dass ich muss den mit nach Deutschland nehmen. Das ist schon fast so wie so ein Homie. Und ich hab so über Bock. Und ich brauch so eine miese Genehmigung für Deutschland. Kennst du Deutschland, Patataland? Dass ich jetzt einen Kumpel brauch, der bestätigt, dass ich mit Affen umgehen kann. Und das war's.
Aber woher soll ich das wissen, ob du mit Affen umgehen kannst? Nein, 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 aber du musst, ich kenne wirklich niemanden, der so gut schauspielern kann wie du. Doch. Karl, ernsthaft. Doch, bitte. Ich soll den Leuten sagen, ey, ganz ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der so gut mit einem Affen. Nicht den Leuten. Es ruft dich einer von dem Veterinärsamt oder wie die heißen. Ich habe gerade mit dem Quatsch gemeint, ob ich eine Ausbildung habe mit Affen. Er braucht eine Bestätigung von einem Tiertrainer. Und ich habe gemeint, ja, ich habe einen, ich habe den. Und da habe ich gerade überlegt, fuck, wer könnte das machen? Und ich habe wirklich nur Homies, die nicht lügen können. So. Und du bist der Einzige, der das könnte. Ich schwöre, wenn du mir das für mich machst, dann kaufe ich dir das Motorrad und die Lederjacke, die du wolltest. Okay, einmal danke, dass du mir die Lederjacke und Motorrad kaufen willst. Kann ich mir selber kaufen, aber es ist lieb von dir. Mir geht's um den Affen, ich liebe auch Tiere. Aber ich kann nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, hey, kennt ihr Crow? Wenn ich darüber nachdenke jetzt, ne? Ja. Dann, ich werde die Polizei rufen, Carlos. Nein, tust du nicht, bitte. Ich werde die Polizei rufen, sein Karl. Da, ey, ganz kurz, du kannst nur einfach immer ja sagen. Ich hab dem erzählt, ich hab die Ausbildung bei dir gemacht, einen Tag kurz mit Affen. Schick mir mal kurz die Urkunde von deiner Ausbildung. Ich will sehen, bei wem du die gemacht hast. Ich kann doch die Ausbildung noch nachträglich machen. Außerdem hat der Affe sich so krass an mich gewöhnt, dass ich ihn jetzt einfach nicht mehr weggeben kann. Das ist schon über ein halbes Jahr jetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, bring den Affen wieder zurück, wo du den her, lass ihn frei. Was will der hier? Willst du nach Deutschland? Was will der hier in Deutschland machen, der Affe? Der hat ein schönes Leben. Lass den frei, ja? Ja, aber der muss, ich hab den kurz jetzt einen Monat in Deutschland, kauf ihm Klamotten und dann bring ich ihn wieder zurück nach Bali. Achso, du kaufst den Klamotten? Ja, der will ja. Achso, nee, das ist was anderes, weil nichts Besseres als Klamotten für Tiere. Was für Klamotten hast du dir überlegt? Mann, eine Lederjacke vielleicht. Ich will, dass der raucht und dass er einfach chillt und so Drinks trinkt Hammer. Und so. Geil. Hammer. Dann, ich kann, also wenn du willst, ich habe noch so einen alten Fuchs, so eine Fuchsjacke. Und dann würde ich mich mit der Lederjacke und dem Affen und dem Fuchs, den ich auf meiner Schulter trage, ablichten lassen, für dich, wenn es geht. Aber dann kann ich mein Leben komplett wegschmeißen, wenn es okay ist für dich. Nur wenn es okay ist für dich. Ja, wäre geil eigentlich. Ey, wirklich, mach mal keinen Spaß jetzt, ohne Witz. Ich meine es gerade bisschen ernst. Ich weiß, du bist lustig, aber... Ja, danke für dein Kompliment zwischendurch. Ich sag also jetzt ernsthaft, ja wirklich ernsthaft. Dann rufe ich halt, keine Ahnung, Sido an oder so. Ja, der wird dir bestimmt helfen. Okay. Ich schätze es auch, dass du Tiere liebst und deswegen einfach das nicht willst. Ja, das ist kein Ding. Aber mit der Jacke hast du mich fast gehabt. Ey, wenn Tiere Jacken anhaben, böse Junge. Also, mach's gut. Gut, hau rein, ciao. Ciao.